Die Kirchenleitung hatte im Jahr 2010 beschlossen, ein Einsparpaket von 15%. Das Projekt heißt Aufgabenkritik. Das heißt, es geht darum, dass wir miteinander überlegen, wie arbeiten wir weiter, wenn wir nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten haben wie bisher. Und der Plan war, 15% bis 2023 auf landeskirchlicher Ebene einzusparen. Wir haben immer wieder geguckt, wie hat sich die finanzielle Situation inzwischen verändert. Und da hat der Kassensturz doch ergeben, dass die Situation dramatischer ist, als wir bisher dachten. Das führt nun zu zwei Dingen. Zum einen müssen wir die angedachten Maßnahmen, die jetzt von der Synode im Januar 2014 beschlossen werden sollen, diese Maßnahmen müssen wir deutlich schneller umsetzen. Nicht erst bis 2023, sondern deutlich früher. Das Zweite ist, dass wir gesehen haben, dass die Einnahmensituation in den nächsten Jahren sich so verändern wird, dass die 15% nicht reichen werden, sondern dass wir insgesamt 35% einsparen müssen, und zwar vermutlich bis 2018. Das wird bedeuten, dass wir die landeskirchliche Arbeit, die Arbeit, die unsere Kirche auf landeskirchlicher Ebene macht, nochmal deutlich verändern müssen. Wir werden uns kleiner setzen müssen. Das ist für uns ein sehr schmerzhafter Prozess, sowohl für die Entscheidungsträger als auch natürlich für die Betroffenen. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf landeskirchlicher Ebene im Bereich der Bildung, im Bereich der Seelsorge und der Verkündigung eine Menge an guter Arbeit gemacht. Und wir merken, in dem Umfang, in diesen Arbeitsformen, in diesen Strukturen, wird es nun in den nächsten Jahren nicht mehr gehen können. Die Kirchenleitung hat sich entschieden, das in großer Transparenz zu kommunizieren, den Betroffenen, der kirchlichen Öffentlichkeit. Und wir haben auch entschieden, neben verschiedenen Zusammenkünften, wo wir mit den Betroffenen auch direkt sprechen, auch eine außerordentliche Landessynode einzuberufen. Der Termin steht noch nicht fest, der wird aber im Herbst sein voraussichtlich, dass wir da nochmal mit der Synode auch die Situation erörtern, die Daten, Zahlen, Fakten benennen und uns auch darüber verständigen, wie wir jetzt die nächsten Schritte gehen werden. Ich habe das ja schon eben angesprochen, das ist keine leichte Erfahrung und keine einfache Entwicklung, dass wir merken, ein Weiter-so ist nicht möglich, sondern wir müssen die Arbeit auf landeskirchlicher Ebene wirklich grundlegend verändern. Da gibt es jetzt keinen Masterplan, den die Kirchenleitung hat oder die der Präses hat und den ihr jetzt so lange in der Tasche hält, bis es nicht mehr geht, sondern es geht ganz anders. Wir werden mit der Synode, mit den zuständigen Gremien, wird die Kirchenleitung intensiv beraten, wie bauen wir die Arbeit unserer Kirche so um, dass wir nicht von Jahr zu Jahr, von Sparsynode zu Sparsynode taumeln. Das lähmt, das zieht nach unten. Mein Eindruck ist, viele Menschen in unserer Kirche haben verstanden, dass die Entwicklung im Mitgliederbestand, wir haben seit 1970 30% verloren, dass das wirklich zu nachhaltigen Veränderungen führt, auf der Einnahmesituation, aber eben auch bei der Arbeitsform, bei der Arbeitsweise. Und von daher werden wir jetzt sehr ernsthaft, sehr entschlossen, aber auch getrost die Entscheidungen vorbereiten, miteinander abstimmen. Und wir sind immer noch eine Kirche, die viele Möglichkeiten hat. Wir werden anders arbeiten, aber wir werden nicht abtreten, sondern wir werden engagiert das Evangelium vom menschenfreundlichen Gott und das Volk bringen. Und es wird sich zeigen, das Evangelium, was wir mitzuteilen haben, ist gesellschaftlich relevant, selbst dann, wenn wir, was die Größe des Mitgliederbestandes betrifft oder was die Finanzkraft betrifft, selbst dann, wenn wir uns kleiner setzen müssen. Insofern spüren wir alle, auch ich persönlich, den Ernst der Lage, aber auch wir sind getrost und zuversichtlich, dass wir auch die nächsten Schritte in der Geschichte unserer Kirche gut gehen können. Ich füge das vielleicht noch hinzu. Wir lernen übrigens in den ökumenischen Kontakten mit anderen Kirchen, dass man eben auch Kirche Jesu Christi unter ganz anderen finanziellen Voraussetzungen sein kann. Und ich glaube, das wird auch uns gut gelingen. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass wenn wir diesen Prozess des Sparens und der Aufgabenkritik
gut erledigen, zielstrebig erledigen, dass wir uns dann auch wieder konzentrieren können auf das, was wir den Menschen schuldig sind, nämlich zu sagen, das Evangelium vom menschenfreundlichen Gott gilt dir in deinem Leben und es gilt auch für unsere Gesellschaft. Wir als Christen bringen einen Gegenentwurf zu den bestehenden Realitäten in die Diskussion ein, mischen uns ein und das wollen wir auch in Zukunft tatkräftig und engagiert tun. Ich darf Sie alle bitten, diesen Prozess engagiert zu begleiten, auch indem Sie mitdiskutieren, beim Präsesblock, bei anderen Gelegenheiten, in den synodalen Prozessen. Es gibt hier keine einfachen Lösungen. Wir sind gemeinsam unterwegs und suchen Lösungen. Ich glaube, gemeinsam wird das mit Gottes Hilfe gelingen. Vielen Dank.